Ich selber bin nicht christlich groß aufgewachsen. Ich bin überraschend mit 18, 19 Jahren Christ geworden, ungesucht. Ich habe es nicht vorgehabt. Und von der Überraschung, dass ich Christ geworden bin, habe ich mich bis heute nicht erholt. Ich will damit sagen, ich habe so eine erweckliche Grundstimmung in mir. Auf der anderen Seite bin ich irgendwie, weiß auch nicht wie, Theologieprofessor geworden und habe auch die Wissenschaft, die Bildung schätzen gelernt. Es ist nicht gut, wenn man vor der Bildung Angst hat. Sie hat wertvolle Möglichkeiten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, auch an der PH kommen viele Leute aus dem EJB oder aus Gemeindegruppen. Die Kirche braucht unbedingt diese Nachwuchstalente. Aber es ist gut, wenn diese Nachwuchstalente lernbereit sind, mutig, aufgeschlossen. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das ich euch jetzt empfehle. Das Buch heißt »Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben«. Und es ist ein einfach geschriebener Versuch. Wer die Ludwigsburger Kreiszeitung lesen kann, der kann auch dieses Buch lesen. Es ist ein Versuch, eine Brücke zu bauen, dass wir geschwisterlich beieinander sind. Die Pfarrerausbildung, die Religionslehrerausbildung, die Diakonenausbildung und die Gemeindepraxis, die evangelistischen Bemühungen, die dürfen nicht sich verkanten. Wir brauchen einander. Wir müssen beieinander bleiben. Und deswegen sind vorschnelle Feindbilder nicht gut. Wenn es eine Erneuerung der Kirche geben soll, und dafür bete ich und darauf hoffe ich, dann geschieht die nur miteinander, im geschwisterlichen Geist. Und die Bibelwissenschaft, die moderne Bibelwissenschaft, hat ihre positiven Chancen. Erstmal an die guten Beispiele denken, was wir für Möglichkeiten haben. Gut, also wenn ihr als Verantwortungsträger, Mitarbeiter, ich glaube, mittelfristig ist für unsere württembergische Landeskirche diese Frage von erheblicher Bedeutung. Also, lest euch da mal ein bisschen ein.